Ich grüße euch, liebe Freunde Sentitus. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin heute mit Freddy unterwegs, weil der Entitus meinte, ja, was ist eine gute Idee. Wir spielen auf der Polizeistation von Raccoon City. Ich glaube, dort hat bisher noch keins meiner Videos gespielt. Ich spiele Freddy sehr ungerne tatsächlich. Ich weiß aber auch nicht wieso. Eigentlich ist er immer noch ein solider Killer. Aber irgendwie kann ich mit dem nichts anfangen. So, wir gehen mal runter. Ich habe den Support der letzten Tage gesehen, Leute, auf meinem Kanal. Ihr seid die Besten. Ihr seid einfach nur mega. Also, wenn das so weitergeht, bin ich ja ziemlich schnell bei den 100 Abonnenten. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also, wow. Ihr feiert mich, aber euren Support, den tue ich sehr stark abfeiern. Und ich wünsche mir wirklich, dass er weiter so macht, denn es ist wirklich, ich weiß nicht, ich kann das schwer in Worte fassen. Es ist unglaublich. Wow. Nia, bist du gesund? Also euer Support ist wirklich der beste, den man sich nur wünschen kann. Macht bitte, bitte weiter so. Die Palette ist nicht safe. Und droppt die doch endlich. Sie weiß, dass sie nicht safe ist, deswegen droppt sie die auch nicht. Zack. So, ich habe auch Ruin dabei. Ruin ist nicht besonders gut, ich weiß, aber ich habe sonst keine Perks auf ihm, die Gens denyen. Heißt das denyen? Halt zurücksetzen. Ich verteile mal weiter so ein bisschen meine Paletten. Ich spiele halt gerne mit Fake-Paletten, weil nicht weil die besonders stark sind oder so, sondern die versprechen so den meisten Fun-Faktor. Und die Polizeistation ist einfach nur ein Irrgarten. Wer sich dieses Map-Design ausgedacht hat. Hallo, da wird er gerettet. Zack. Das ist die Klödia, die ist meine Obsession. Die will ich eigentlich nicht wegen Save the Best for Last. Last, Entschuldigung. Aber wir jagen die jetzt trotzdem einfach mal. Ah, oh, Klödia, die ist auch nicht sehr safe, die Palette. Hit! Ah, jetzt verliere ich meine gesammelten Stacks halt wieder, aber was soll's. Ah ja, seht ihr, genau das meine ich. Diese Map ist einfach so ein Irrgarten. Da ist sie. Oh, hallo Jill. Okay, nehmen wir lieber dich, dann kann ich neue Stacks ansammeln. Oh, die Palette ist fake, aber sie schmeißt die nicht. Zack, kein Dead Heart, okay. Da ist ein Haken. Ich weiß doch überhaupt nicht, wo die Haken hier sind. So. Ah, ohne Barbecue ist auch irgendwie richtig räudig, oder? Ich habe nämlich heute auch ein paar Runden mit dem Leatherface gespielt. Und auf den habe ich natürlich Barbecue. Ja, komm, die ist stark, die Palette, danke. Eins, zwei. Was ist mit dieser Nia los? Die Palette wird sie nicht schmeißen, was? Aber jetzt schmeißt die Palette. Ja, machen wir weg. Eins, zwei. Und stellen eine neue dahin. Nia! Komm schon. Ja, die war fake. Bam. Genau deswegen liebe ich die Fake-Paletten. Die machen mich rund wie ein Buslenker. Hey Leute,
Die müssen nur noch zwei Gens machen. Ich komme auf dieser Map überhaupt nicht zurecht. Wem es genauso geht, kann das immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich... Ey, es gibt's auch gar nicht, ne? Hier waren welche. Da läuft sie. Ich dachte, ich kann hier abkürzen, aber war nicht so. Da unten, der ist am Rappeln ohne Ende. Ich komme nicht dahin. So. Ah ja. Hallo? Ich bin der Killer. Ich heiße Freddy. Guten Tag. Ah, du bist eine Mac. Oh, komm mal hier drauf. Da hinten wird gerettet. Vielleicht heilen die sich auch gleich da. Nö. Aber laufen sie, da laufen sie. Die war fake. Oh, die ist leider echt hier. Oh nö, die war auch fake. Das stimmt, die habe ich ja schon kaputt gemacht. Ich... Leute, ich weiß. Ja, ich bin schon so verplant. Ich weiß nicht mal, welche Paletten ich dahin gezaubert habe und welche echt sind. Nice. Perfekt. Weitermachen, Kamera. Hello. Oh Leute, was seid ihr denn für welche? Also Ruin bleibt ziemlich lange drauf. Die Palette ist echt, ja. Aber sehr unsicher. So, Mac, guck mal wieder an deinen Haken. Da ist so einer am Generator. Wollt ihr mich verarschen oder was? Die Klödia. So cool. Ich habe 8 Stacks. Von Save the Best. Ja, genau. Lauf mir ruhig rein. Das machst du sehr gut. Also kriegst du es auch ruhig mal dein Fett weg. Oh wow. Blöd, ja. Was war das denn? Panik. Panik bei der Klödia. Sie geht einfach in den Schrank. Okay. So. Wo seid ihr denn, ihr kleinen Püppchen? Hier überall Kratzspuren. Hier hören sie jetzt auf. Ah, Jill! Moinson! So, so langsam habe ich sie ja unter Kontrolle gekriegt, die lieben Survivor. Oder so langsam kriege ich die ja unter Kontrolle. Ja, da gehst du runter, dann gehe ich hier runter. Da gehst du durch, dann gehe ich hier durch. Ups, ja. Claudia kassiert einen Schlag. Wir folgen aber trotzdem weiter der Jill. Oh. Wo ist die lang? Ah, hier ist sie lang. Jill. Ja, hallo. Zack. Da sind wir schon am Generator. Hallo, hallo, hallo. Was wird das hier? Oh, der tat. Was ist mit dieser Nia los, Leute? Ey, ich verstehe das nicht. So, wir nehmen die Jill auf. Da oben hat es gescheppert. Keine Ahnung. So, zack. Oh, he's dead. Und... Na, Nia ist, glaube ich, auch tot, wenn ich sie erwische. Ja, da ist sie. Gedroppt. 1, 2. Da hat jemand meinen Haken sabotiert. Und die ist da drüber.
Da ist sie. Nia, hä? Hä? Alter, die ist ja völlig daneben, ey. Hallo? Oh Leute, ja, ihr seid so geil. Ich liebe Fake-Paletten auf dem Freddy. Habe ich doch nochmal die Kurve gekriegt. Die haben richtig, ja, jetzt haben sie den Gender fertig. Die waren richtig krass versteift auf die Gens. Und ich kam mit der Map überhaupt nicht klar hier. Und ja. Hallo. Oh, die hat sich geheilt. Im Laufen. Spritze. Läuft einfach weiter, hat sie angefaked. So, Claudia. Ich komme und hol dich. Die ist weitergerannt. Da ist sie. Oh, ich hab. Er ja, die hätte droppen können. So, jetzt kommt die Fake-Palette wieder, Leute. Passt auf. Nicht? Okay. Da denkt sie jetzt, dass es ihre Rettung ist. Ja. Ist es aber nicht. Und ran mit dir. Nice. Boah, aber diese Map ist so groß und die ist so verwinkelt. Ey, ey, ey. Ja, find hier als Survivor mal die Luke, ne? Da, wenn du da echt nicht lucky bist, dann war es das für dich. Wow, ich habe besser mit Freddy abgeschnitten, als ich dachte. Ja, Tagesaufgabe fertig, wunderbar. So. Dann schauen wir doch mal, was hatten die denn so für Perks dabei? Ja, viermal schillernd, Leute, gönnt euch. Das ist einfach richtig geil mit Freddy. Vielleicht sollte ich Freddy mal öfter spielen. Ich glaube, das hier war die. Das hier war die Claudia tatsächlich hier mit Spritze. Aber sonst, ja, standardmäßige Perks, denke ich mal. Ne? Also hier hatten wir Iron Will, hat leider nicht so viel gebracht. Beweise dich, hier ist ein Dead Heart. Jo, Entscheidungsschlag hatten wir zwei. Jo, interessant, ne? Geliehene Zeit hatten alle. Ist auch ein Standard-Perk bei den Überlebenden. Da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben da lassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Folgt mir außerdem auf Twitter, Link in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne!